Tour beginnt heute am, ich weiß gar nicht, welcher Tag ist heute eigentlich? Am 6. April 2024 geht es wieder zum Frühjahrsfest der Eisenbahnfreunde in Stassfurt. Heute ist mal meine liebe Frau dabei. Sie möchte an meinem Interesse für Eisenbahn teilhaben. Ja. Sie fährt. So, wir sind vor Ort hier auf dem Parkplatz von den Eisenbahnfreunden. Es soll ein bisschen schlammig sein. Man hat gesagt, wir sollen vorwärts einparken, damit man nachher wieder gut rauskommt. Hier geht es rein. Auf das Gelände. Alle reden hier von Problemen. Müssen wir mal sehen, was hier los ist. Irgendwie wollen sie eine Lok umsetzen, aber es geht wohl nicht. Naja. Möchtest du fahren? Später. Später, gut. Später. Ich bin hier schon gefahren. Das ist hinten drinne. So, jetzt geht's zu einer Führerstandsmitfahrt. Das ist ja schon ganz spannend. Ich bin ganz aufgeregt. Ja. Hier ist deine Karte. Nimm sie. Danke. Ah, das ist schon interessant. Michael, ich möchte jedes Jahr mit dir gerne Lokomotive führen. Du bist fahren. Begeistert, oder? Ja, der Funk ist übergesprungen. Der Funk ist übergesprungen. Dann weiter. Ja, ich bin jetzt aufgeregt. Es gibt noch andere Attraktionen. Ja, guck mal, das ist eine andere Busbahn an. Ja. Eine BR 120, die sogenannte Tiger-Trommel. Und es ist ja so, Katja sprüht vor Begeisterung. Ja, ja. Das tut sie. Hast du gesagt, du lädst mich ganz edel zum Essen ein heute? Ja, 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 na klar. Willst du mir jetzt einen Kaffee ausgeben? Ganz erstklassig. Gestärkt mit einem Kaffee geht es jetzt weiter. Kommen Sie mal bitte da weg. Wir sehen also hier die Baureihe 23. Jetzt erst, wenn man davor steht, sieht man, wie groß die Lokomotiven sind. Hier ist also noch Schrott, der sicherlich wieder aufgearbeitet wird. Hier ist eine BR 118, das sogenannte U-Boot. Und hier sind wir direkt am Lokschuppen mit seiner großen Drehscheibe. Sehr schön. Es ist also schon beeindruckend. Auch hier wieder interessant, die BR 23. Und wenn meine liebe Frau an der großen Dampflok vorbeigeht, sieht man erstmal eindrucksvoll, wie groß doch die Maschine ist. Aber auch ich muss feststellen, dass die Treibräder größer sind als ich. 2 Meter im Durchmesser. So, und jetzt gucken wir erstmal rein, was es dort an Modellbausachen zu kaufen gibt. Katja ist ganz fasziniert. Höchstwahrscheinlich wird sie mich dazu drängen, dass ich auch eine Modellbahn aufbauen soll zu Hause. Das glaube ich nicht. Hat jemand was zu essen? Ich habe auch schon Hunger, ehrlich gesagt. So, wir haben 2 Stunden hier zugebracht auf dem Gelände, auf dem Areal und haben
fast alles gesehen und jetzt fahren wir wieder heim. Es war schön, es war sehr schön. Und ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass Katja auch dabei war. Schön. Es ist warm und ich habe die Mütze abgesetzt. Ja, das war auch unser Besuch beim Frühlingsfest der Eisenbahnfreunde in Staßfurt 2024. Es war sehr schön, wir sind mit der Lok mitgefahren und es hat uns gefallen, auch Katja. Ich weiß zwar nicht, ob ich sie begeistern konnte für die Eisenbahn, aber wir lassen mal diesen Besuch nachwirken. Das kommt noch.